kein Riese, aber doch ein toller Fisch. Mitten im Buhnenfeld kam er, 4 Meter Wassertiefe, und der stand auf den roten Fireball. Geil! Komplett weggezogen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hi, ich grüße euch hier direkt vom Wasser. In dem Video geht es um das Angeln mit leichtem Gerät auf schwere Fische. Am Start habe ich unsere neuen Black Cat Fireballs. Das sind nadelscharfe Bleiköpfe, so kann man es glaube ich betiteln, die die Welse wirklich rasend machen. Der Fireball ähnelt auf den ersten Blick einem herkömmlichen Chickhaken, wo man sonst Gummifische drauf aufspießt. Der Fireball wird garniert mit Naturködern und damit könnt ihr dann auf direktem Wege dem Wels auf der Nase herumtanzen. Eine spannende, kurzweilige und sehr, sehr erfolgreiche Fischerei erwartet euch mit dieser Methode. Auf geht's zum Fireballangeln. Richtig lecker. It's a really nice day, living in the right space. Breathing your face, got me feeling so good away. Yeah.
Ihr seht schon, wer zu Gast auf meinem kleinen gemütlichen Schlauchboot ist. Martinho, mit dem war ich ja kürzlich zum Quappenangeln im Winter. Ein paar Karpfentrips haben wir schon zusammen gemacht und das eine oder andere Mal auch Welsangeln. Und Martin war natürlich ganz gespannt, wie ich ihm berichtet habe. Die neuen Fireballs sind fertig. Wir können damit eine ganz, ganz geile, verrückte Fischerei erleben. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht von Passau zu mir runter, knapp 500 Kilometer abgespult, um einfach diese spannende und wirklich sehr, sehr effektive Fischerei mal miterleben zu dürfen. Ich hoffe doch, dass wir heute Glück haben, dass sich auch der Besuch von Martin lohnt. Das Wetter ist auf jeden Fall fantastisch und wir sind hier bei mir zu Hause an einem ruhigen Altrheinarm. Ich denke, hier werden wir auf jeden Fall müde Welse finden und mit unserem Fireball aufschrecken können. In der Testphase in den letzten Wochen konnte ich schon einige gute Fische mit dem Fireball überlisten. Da war irgendeiner am Start, ja. Da ist einer hinterher geschossen. Haben wir eben noch gesehen und schon ist er am Start. Schön im Maulwinkel gehakt. Gar kein schlechter. Ich zeige euch mal. Toller Fisch. Schöner Fireball-Waller. Bin gespannt, ob es auch heute klappt. Auf jeden Fall erwartet uns eine ganz, ganz spannende Fischerei. Unter Fireball versteht man einen Bleikopf, wie ihr ihn hier schön sehen könnt. Hier seht ihr das neue Modell, was wir jetzt auf den Markt bringen. Ähnlich aufgebaut wie unser Catball, unten abgeflacht, dass ihr ihn schön am Untergrund aufstellen könnt, ohne dass er kippt. An dem Bleikopf ist ein nadelscharfer, sehr stabiler Welshaken, komplett eingegossen in die Achse auf diesen Wirbel, der hier oben raussteht. Den Fireball könnt ihr mit allen möglichen Naturködern einsetzen. Wir probieren es heute mit einem saftigen Tauwurmbündel im Schlepptau. Wenn ihr Köderfische einsetzen möchtet, kommt je nach Ködergröße noch ein Stingerhaken zum Einsatz. Wie das genau funktioniert und zusammengebaut wird, zeige ich euch noch im Video. Aber jetzt lasst uns erstmal hier den Altrhein runtertreiben und die Würmer am Grund hüpfen lassen. Das Gewicht des Fireballs wähle ich genau so schwer, dass der Köder schön vertikal mit der Strömung am Boot mitläuft. Lassen dann komplett zum Grund runter, bis er aufsitzt. Jetzt ist er unten. Kurbeln dann ca. 10-15 cm an, wie ihr es auch vom Vertikalangeln kennt. Und fange jetzt an, mit dem Fireball und meinen saftigen Tauwürmern im Schlepptau am Grund hier zu tanzen. Ist vielleicht der beste Ausdruck. Also ihr seht, ich gehe richtig schön ums Boot außen rum, setze meinen Köder immer wieder leicht auf, ähnlich wie beim Vertikalangeln. Und versuche so, die jetzt am Grund liegenden Waller scheckig zu machen. Natürlich ist es ganz vorteilhaft, wenn ihr ein Echolot dabei habt. Könnt ihr schön den Lauf eures Köders beobachten und seht natürlich auch sofort, wenn ein Fisch vorbeischaut und Interesse zeigt.
Blei macht ja bekanntlich Wälse rasend, also das haben die ganz schnell auf dem Radar. Früher haben wir immer mit dem Blei einen relativ großen Abstand zu unserem Köder erzeugt, weil wir dachten, den Wels verschreckt es und er lässt dann die Köder links liegen. Mittlerweile aber setzen wir bei unseren Frontzone-Bleien die Bleie direkt vor den Köder. Beim Klopfen, die Klongtees, ein sehr gutes Beispiel, ein großer Bleikopf mit Gummitentakeln, wo genau unter dem Blei der Haken mit dem Leckerbissen lockt. Und genau diese Taktik versuchen wir mit dem Fireball nachzuahmen, den Köder direkt ganz nah am Bleikopf zu präsentieren. Dadurch können wir auch den Köder direkt in allen Wasserschichten anbieten, wo wir die Fische vermuten, entweder direkt am Grund, knapp über Grund oder teilweise sogar auch im Mittelwasser. Und wenn wir in die Nähe eines Wallers kommen, dann dauert es oft nicht lange und er attackiert direkt den Fireball und bleibt dann, ich zeige das euch jetzt nochmal, an dem nadelscharfen Haken direkt in der Nähe des Bleis hängen. Also der geht da komplett drauf. Und der nadelscharfe Haken, der ganz extrem aggressiv über den Bleikopf hinausschaut, hakt dann zuverlässig den Räuber. Also eine ganz, ganz tolle, pfiffige Methode. Beim Fireballangeln imitiert hier vorne der Bleikopf auch den Kopf der Beute des Räubers. Und die meisten Räuber attackieren ihre Opfer direkt im Kopfbereich. Der Hecht schießt da drauf, der Zander schießt da drauf und genauso der Wels. Denn da haben sie die beste Chance, ihre Beute schnell lahmzulegen und fressen zu können. Den Fireball lautlos führen. Also das bedeutet, die Wälse an ihren Standplätzen versuchen mit der Präsentation des Köders zu überraschen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die am Grund liegenden Wälse auf den Köder noch mal aufmerksamer zu machen. Und dazu kommt das Wallerholz noch zum Einsatz. Wenn ihr kaum Fische auf dem Echolot seht oder auch die Standplätze der Wels in eurem Gewässer vielleicht nicht so genau kennt, ist das Wallerholz eine ganz große Hilfe, um erstmal die Fische in euren Bereich zu locken und ihnen dann mit dem Fireball den Köder genau vor die Nase zu setzen. Irgendwas ist hier gerade durchs Echolot-Bild geschossen. Lass ihn mal runter. Zeig es mal schnell. Hier seht ihr, wie irgendwas durchs Bild geschossen ist. Hier unten seht ihr gerade mal einen Fireball am Grund schleifen. Hier kommt wieder eine relativ starke Sichel rein. Es könnte ein kleinerer Waller sein. Jetzt kommt auf jeden Fall hier ein bisschen Aktion ins Spiel, ins Fireball-Game. Marlin, pass auf, irgendwas ist hier unterm Echolot. Irgendwas ist da. Thank you.
gibt der Gas. Da unten tobt ein richtig guter Rheinfisch. Alter. Geiler Fisch. Geiler Fisch. Geiler Fisch. Schaut euch mal, genau hier vorne hat er gegriffen, der Haken. Aber die Würmer angesaugt haben, der Wels. Dann haben wir ihn gleich im Maulwinkel hier verhaftet. Zwar nicht mehr viel da von den Würmern, aber das ist doch der Wahnsinn. Schwere Fische mit leichtem Gerät. Dank des Fireballs. Die vertikale Angeltechnik mit dem Fireball könnt ihr in allen Gewässern einsetzen, egal ob das große Seen sind, kleine Teiche, Kanäle, Altarme oder große Flüsse, wie bei mir hier im Hintergrund der Rhein. Dieser Methode sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, was ihr natürlich braucht zum Fireball-Angeln, zum Vertikalangeln mit diesen spitzen Bleiköpfen, ist ein Boot. Das kann ein großes Boot sein, aber es reicht auch vollkommen ein Schlauchboot, ein Bailyboot, ein Kanu, ein Kajak, irgendwas, ne, mit dem ihr aufs Wasser drauf könnt und schön vertikal eure Fireballs da unten dem Waller auf der Nase herumtanzen lasst. Unsere Fireballs sind in unterschiedlichen Gewichten erhältlich, je nachdem wie stark die Strömung oder die Drift eures Boots ist, damit ihr den Köder schön mitführen könnt. Die Fireballs kommen in drei unterschiedlichen Farben, Glow in the Dark, Schwarz und diesem krass leuchtenden Rot hier. Die Wahl der Farbe des Fireballs ist immer in Abhängigkeit zu treffen mit der Farbe des Wassers an dem Gewässer, wo ihr unterwegs seid. Und natürlich auch mit der Angeltiefe, indem ihr eure Köder am Gewässergrund anbietet. Wenn ich in einem klaren oder sehr flachen Gewässer angle, kommt bei mir die Farbe Schwarz zum Einsatz. Wenn die Fische sehr zickig sind und ich die Fische etwas reizen möchte in klaren Wasserverhältnissen, kommt die Farbe Rot zum Einsatz. Wenn ich in tiefen Gewässerschichten angle, also unter der 5-6 Meter Marke, in dunkleres Wasser dabei vordringe oder auch in trüben Wasserschichten mit dem Fireball unterwegs bin, schwöre ich absolut auf die Farbe Glow in the Dark. Also diese Leuchtkugel vor eurem Köder macht die Waller richtig rasend. Zum Fireball-Angeln selbst kommen leichte Aktivruten zum Einsatz. Das sind die Welsruten, die ihr sonst zum Klopfen oder zum herkömmlichen Vertikalangeln mit dem Bleisystem benutzt. Kurze, schnelle Ruten in einer Länge von 1,70 m bis 2,20 m sind da optimal. Ihr könnt mit einer Multirolle angeln oder mit einer Stationärrolle, was euch da am meisten liegt. Ich nutze als Hauptschnur hier eine 38er bis 40er geflochtene. Das reicht vollkommen aus, um sich auch mit richtig großen Fischen anlegen zu können.
und habe auf den letzten Metern meiner Hauptschnur, bevor ich den Fireball anknote, mir ein 80 cm langes Stück Vorfachschnur montiert, einfach als Bissschutz, wenn der Wels den Fireball genau vorne am Kopf, den Köder angreift und vielleicht sogar überbeißt, dass er mir nicht die dünne Hauptschnur durchbeißt. Deswegen wird vorne dran ein Stück starke Vorfachschnur montiert, die auf jeden Fall unter Wasserhindernissen oder auch den Zähnen des Wallers problemlos standhält. Sieht besser aus. So einfach ist die Montage und auch bei der Beköderung eures Fireballs sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alle möglichen Naturköder oder auch Kunstköder auf dem Bleikopf hier montieren. Ich habe den Fireball sehr viel mit Tauwürmern eingesetzt, da nutze ich ihn auch in seiner ursprünglichen Form. Die Würmer werden einfach auf den Einzelhaken aufgefädelt und dann könnt ihr mit Hilfe des Wallerholzes die Fische zum Fireball hinlocken oder einfach auch ohne Wallerholz angeln, euch treiben lassen und eine ganz normale vertikale Köderpräsentation knapp über Grund durchführen. Der sieht besser aus. Das ist kein schlechter. An dem leichten Gerät ist es natürlich mega, mega Spaß und Action. Jetzt geht er um das Boot. Neben den Tauwürmern, Tintenfischen oder Blutegeln könnt ihr natürlich auch ganz verführerisch Gummifische auf eurem Fireball montieren. Ihr kennt sicherlich das Problem, wenn ihr vertikal mit einem Gummifisch angeln möchtet und habt vielleicht sogar eine stärkere Strömung oder tieferes Wasser, ist es ganz schwierig, schwere Bleiköpfe für den vertikalen Angriff mit Kunstködern auf dem Markt zu finden. Das betrifft übrigens auch die Norwegenangler. Wenn ich in Norwegen war und wollte mal meinen Gummi eine Etage tiefer anbieten, es war gar nicht so einfach, auf dem Markt einen großen, stabilen Haken an einem schweren Bleikopf zu finden. Und das könnt ihr mit dem Fireball natürlich auch ganz toll machen. Ich zeige euch mal, wie einfach der Fireball auf einem Kunstköder montiert werden kann. Hier am Beispiel von unserem neuen Catworm mit dem Schaufelschwanz. Geht einfach vorne am Kopf eures Gummiköders mit dem Haken des Fireballs rein, schiebt ihn auf den Haken drauf, passt ihn schön an, dass er schön gerade hinter dem Fireball steht und habt doch eine ganz tolle Vertikalmontage mit einem Gummifisch, mit einem Kunstköder auf eurem Fireball, wenn mal keine Naturköder vorrätig sind. Aber diese Gummifische fangen natürlich auch ganz toll beim vertikalen Angeln unterm Boot. Da sagt kein Waller nein. Der hat Power. Einer der Top-Köder zum Angeln mit dem Fireball sind natürlich Köderfische. Hier seht ihr so einen richtigen schönen Wallerhappen, einen stattlichen Giebel. Von der Montage her wird der Köderfisch genauso montiert wie an eurem Vertikalsystem. Ich gehe durch den Unterkiefer und durch den Oberkiefer durch und gehe oben mittig zwischen den beiden Nasenlöchern aus dem Köder raus. Damit gewährleiste ich, dass der Köderfisch sehr realistisch, geradlinig hinter meinem Fireball im Wasser geführt wird und nicht am Grund kippen kann. Das ist ganz wichtig beim Einsatz von toten Köderfischen. Jetzt seht ihr aber schon, das Verhältnis zwischen dem Haken und der Ködergröße stimmt nicht mehr. In dem Fall, wenn wir Köderfisch auf dem Fireball einsetzen, vor allen Dingen in dieser Größe, solltet ihr auf jeden Fall einen zweiten Haken, einen Stingerhaken auf dem Fisch montieren, dass beide Anbissstellen, der Kopfbereich und auch der Schwanzbereich, mit einem Haken bestückt sind, damit ihr keine Fehlbisse kassiert, sondern den Wels, wenn ihr euren Köder am Fireball attackiert, auch sicher haken könnt. Und wie einfach diese Montage geht, zeige ich euch jetzt schnell. Ihr braucht überhaupt nicht viel. Ihr braucht ein zuverlässiges Vorfachmaterial und ihr braucht ein paar Ghost Hooks. Die nehme ich sehr gerne beim Vertikalangeln. Vor allem den Double Ghost Hook, den Zwilling, der hakt ganz zuverlässig und sitzt ganz aggressiv auf eurem Köderfisch auf der Seite. Von eurem Vorfachmaterial zieht ihr euch circa 20 cm runter und macht dann das eine Ende des Vorfachs eine Schlaufe.
In diese Schlaufe schlauft ihr jetzt euren Ghost Hook ein. Ganz einfacher Schlaufenknoten, der über dem Hakenöhr sich jetzt zuzieht. Ans andere Ende des Vorfachs kommt wieder eine Schlaufe. Und fertig ist euer Stinger. Diese Schlaufe fädelt ihr jetzt durch euren Fireball oben an der Öse. Schlauft einmal den Ghost Hook durch. Zieht die Schlaufe schön zusammen und habt so ganz einfach euren Fireball mit einem Stingerhaken für den Einsatz von größeren Ködern vorbereitet. Damit der Ghost Hook, der hintere Fanghaken, direkten Draht, direkten Zug auf den Führungshaken des Fireballs hat, überschlage ich den Stinger nochmal. Dafür lege ich das Vorfach zurück und überschlage es einmal am Einzelhaken des Fireballs. Und jetzt habt ihr eine ganz tolle geradlinige Verbindung vom Einzelhaken hinter zu eurem Fanghaken zum Ghost Hook. Hier vorne an der Öse habt ihr jetzt noch genug Platz, eure Hauptschnur zu fixieren. Und schon könnt ihr mit toten oder auch lebenden Köder fischen, dort wo es erlaubt ist, den Fireball am Grund tanzen lassen. Den Köder montieren wir jetzt noch schnell. Wie gesagt, durch Ober- und Unterkiefer bei einem toten Köder, damit der Fisch kein Wasser aufnimmt, mittig durch. Den Haken sichere ich jetzt noch mit einem Stück Gummi und den Ghost Hook, den Stingerhaken, setze ich jetzt schön hier im hinteren Bereich des Köders in der Seite ein und habe ein ganz aggressives Fireball-System für den Einsatz von größeren Ködern. So groß ist er gar nicht, aber gekämpft hat er wie ein großer. Ich fahre jetzt wieder raus, um den Nervenkitzel auf Wels beim Fireballangeln zu erleben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.